Tag, liebe Zuschauer des Kanals 70 und mehr. Mein Name ist Ramona Deeg, ich bin Redakteurin beim Lübecker Tagblatt und freue mich heute mit Dr. Michael Haag über seinen YouTube-Kanal zu sprechen. Michael Haag war von 1990 bis 2020 30 Jahre niedergelassener Arzt und Internist in Mühlacker und ist seit Neujahr 2022 mit diesem Kanal aktiv. Michael, wie kommst du denn zu der Bezeichnung des Kanals? Warum 70 und mehr? Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin bald 70 Jahre. Es fehlt nur noch ein halbes Jahr oder 5 Monate und ich hoffe auf mehr. Und ich will da schon ein bisschen vorgreifen. So positiv meiner Gesundheit stand es nicht immer so, dass ich jetzt jeden Tag genieße und freue, dass es jetzt jeden Tag mehr wird. Ich glaube, da kommen wir nachher ja nochmal drauf, aber wie kamst du denn überhaupt auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt YouTube-Filme? Ja, das ist so eine Sache. Ich habe 1,5 Jahre nach meinem letzten Arbeitstag nichts gemacht und nichts heißt, ich bin mal spazieren gegangen, habe mir die Welt so ein bisschen angeguckt und habe mich eher zur Ruhe gezwungen. Es war so ein bisschen... sagen wir mal, Entzug von der erfüllenden beruflichen Tätigkeit. Und was mir die Freiheit gebracht hat, auch die Verantwortung abzugeben. Denn als Arzt hast du die Verantwortung für die Praxis und musst natürlich aufpassen, dass für die Patienten nichts Schädliches passiert. Das heißt, auch die Mitarbeiterinnen könnten ja Fehler machen. Andererseits finde ich, dass eine Eigenverantwortung für den Patienten auch wichtig wäre. Aber in unserem Gesundheitssystem ist es meiner Auffassung leider so, dass die Eigenverantwortung des Patienten nicht gefördert wird. Jeder könnte sich jeden Tag eine Flasche russischen Wodka trinken, ohne dass das irgendwie einen Einfluss auf das Gesundheitssystem hatte. Also diese Eigenverantwortung finde ich schon wichtig. Ja, ich habe also nichts getan und irgendwann hörte ich mich sagen, kann man sagen zu meiner Frau nach 1,5 Jahren, ich muss mal wieder was tun. Und das fühlte sich so an, jetzt kommt etwas Neues. Ich hatte ja genau das richtige Alter, ich wusste nur noch nicht wozu. Und dann 3 Wochen später kam mir die Idee mit den Medien. Es war also keinerlei Plan. Es war irgendwie so eine innere Stimme. Und eine innere Stimme hörst du ja wirklich am besten, wenn du in Ruhe bist, wenn du entspannt bist und außerhalb des Hamsterrads. Von daher würde das schon Sinn machen. Also war diese Pause einfach wichtig, um danach kreativ werden zu können? Genau, also das war ganz, ganz wichtig und diese Zeit war sehr, sehr wertvoll, ja. Wie war es denn für dich zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Praxis 30 Jahre lang gehabt, jetzt ist okay, jetzt möchte ich aufhören. Vor allem auch etwas planlos aufzuhören, ohne zu sagen, da schließe ich die Praxis und ich weiß nicht, dann gehe ich auf Weltreise oder lese oder. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei meinem gesundheitlichen Vergangenheit. Also 2016 wurde bei mir Lungenkrebs festgestellt und ich wurde an der Lunge operiert, hatte danach eine Chemotherapie. Die Chemotherapie ist leider so verlaufen, dass wahrscheinlich die Nebenwirkungen auf die Mitochondrien der Muskel gegangen ist. Das heißt, ich konnte mich nicht belasten. Die Muskeln waren schwach und ich hatte danach Schmerzen. Aber ich bin zuversichtlich geblieben, ich hatte Hoffnung und das sind alles solche Dinge, die wichtig sind, auch wenn man krank ist, dass man seine Perspektive auf die guten Sachen richtet. Und am 6. Juni, das Datum werde ich immer behalten, am 6. Juni 20 bin ich das erste Mal wieder Rad gefahren, 900 Meter und ich war glücklich und zufrieden und die Tränen standen mir in den Augen. Das ist jetzt Film 35. Das wird Film 35, da kommen noch Filme dazwischen, aber das wird Film von 35, okay. Ja. den ersten... Nee, ich anderes. Wie oft möchtest du denn deine YouTube-Filme hochladen? Gibt es irgendeinen Rhythmus für dich, wo du sagst, das fühlt sich gut an, da bin ich glücklich mit? Also die Idee kam mir ungeplant. Ich hätte ja sonst 1,5 Jahre vorher planen können, habe ich aber leider nicht. Ich hätte viel Technik lernen können, ich hätte das Videoschneideprogramm lernen können, ich hätte YouTube und andere Dinge um EDV lernen können.
Ich wusste, Neujahr wollte ich einen Film machen, das war der erste. Und der zweite oder dritte Film war dann Marc Aurel. Das ist ein Gedicht, was seit 40 Jahren in meinem Kopf war. Und das wollte ich gerne interpretieren. Habe ich dann oben auf dem Kammeterberg interpretiert und bin in den Schneefall geraten. Auch unvergesslich. Also nochmal, Reihenfolge lose. Letztendlich ist es im Augenblick häufiger gewesen als einmal die Woche, aber das werde ich, glaube ich, meine nächsten Lebensjahre nicht durchhalten. Ich kann es dir aber nicht genau sagen, aber ab 17. Juli ist Sommerpause geplant. Wunderbar, Sommerpause muss auch sein. Wieso hast du denn deinen Einstiegstitel so gewählt, wie du es Neujahr gemacht hast? Ja, mit dem Wunsch, Neujahrswunsch, das finde ich hochinteressant und das wird ja dann auch gefördert, dass man sich zu Neujahr etwas wünscht. Auch die Medien können darüber berichten, die Discounter stellen sich auf die häufigsten Wünsche der Menschen ein, nämlich Gewichtsabnahme, plötzlich gibt es so Spezialangebote für Diätprodukte, man möchte in Bewegung kommen, mehr Sport treiben, plötzlich gibt es Angebote für Sportgeräte. Aber der Neujahrswunsch entscheidet sich zum Weihnachtswunsch oder zum Geburtstagswunsch dadurch, dass man selber dafür verantwortlich ist. Und das finde ich sehr interessant, denn Wünsche entsprechen besonderen Erwartungen und die Erwartungen kannst du an dir selber stellen oder aber ist es vielleicht die Gesellschaft, die etwas von dir erwartet und Erwartungen können auch immer enttäuscht werden. Und die meisten Neujahrswünsche werden dann doch nicht in die Realität umgesetzt. Und das fand ich interessant. Träume, Visionen und Ziele sind ja für die Menschen sehr wichtig und häufig auch ein sehr guter Antrieb. Und die jungen Menschen, die haben noch hohe Träume. Und jung sein bedeutet für mich ja auch gesund sein. Und da spreche ich mit Marc Aurel. Jung sein ist keine Frage an Lebensjahren, sondern jung sein ist eine Frage von Vorstellungen, von Gefühlen, von Visionen und Träumen. Im April hast du dich ja dann tatsächlich in den Videos, ich sag mal schon mit deiner Diagnose, auch mit dem Thema Lungenkrebs beschäftigt. War das für dich nochmal eine wichtige Aufarbeitung oder einfach auch die Tatsache zu sagen, so war es und jetzt geht's weiter? Also weiter ging es von Anfang an. Das war schon irgendwie klar. So waren auch meine Kinder und meine Frau programmiert. Wir haben uns da nicht irgendwie an, sagen wir mal, pessimistischen Gedanken festgehalten, sondern wir waren die ganze Familie, kann ich sagen, voller Hoffnung, voller Zuversicht und voller Glaube, dass das gut geht. Von daher war es nur noch mal ein Bewusstmachen, die Gespräche mit Tina, was wichtig ist im Leben. Denn Tina, ihr hat man gesagt vor 9 Jahren, du wirst dran sterben, du bist nur Palliativpatientin. Und wenn du sie die im Video anguckst, im Interview, also sie sprüht voller Leben, ist dynamisch, wird gesund, obwohl sie medizinisch krank ist. Also das sind die Sachen, die uns Kraft geben. Wie war es denn für dich als Mediziner mit so einer Diagnose konfrontiert zu sein? Also ich glaube nicht, dass ich da primär Mediziner war. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber als der Arzt reinkam in mein Zimmer und mir die Diagnose eröffnet hat, also da tut sich ein Loch auf, da tut sich einfach ein schwarzes Loch auf. Ob du Mediziner bist oder sonst jemand, da hilft dir die Medizin nicht. Und dass Krebs zunächst mal mit Tod assoziiert ist, das ist bei allen Menschen, denke ich, so. Aber da muss man schnell rauskommen. Denn wie gesagt, gesund wird, wenn man die positiven Seiten sieht. Und positiv am Krebs letztendlich ist, dass man wirklich das Bewusstsein, die Präsenz für das eigene Leben oder die Dankbarkeit für jeden Tag plötzlich viel höher schätzt. Also das hat sich wirklich bei mir geändert. Die Dankbarkeit für jeden Tag und für jede Stunde. Da bist du wahrscheinlich im Hamsterrad als Arzt auch nicht so jeden Tag in der Lage. Also definitiv auch eine Einstellungssache. Definitiv. Und was hältst du vom Thema Selbstheilungskräfte? Weil das ja durchaus auch von einer positiven Einstellung positiv ist. Okay, ich kriege den Satz nicht zu Ende. Ja, Selbstheilung.
Ja, es hört sich so besonders an, aber der Körper heilt sich immer selber. Wenn du eine Schnittwunde hast und klebst ein Pflaster drauf, dann hast du jetzt wahrscheinlich ein Trostpflaster, aber der Körper, der heilt sich selber. Wenn du operiert wirst am Bauch oder du hast eine innere Blutung, der Körper heilt sich selber. Vielleicht wird auch ein Stück Darm rausgeschnitten oder wenn du eine Blinddarmentzündung hast, wird der Blinddarm rausgeschnitten. Aber du hast eine Wunde am Darm, du hast eine Wunde am Bauchfell, du hast eine Wunde im Muskel, du hast eine Wunde in der Haut und der Körper heilt sich selber. Und wenn du eine schulmedizinische Behandlung hattest, und das ist immer die Basis, dann kannst du im Nachhinein ja alles machen, was du irgendwie glaubst, was zu deiner Heilung beiträgt. Das darfst du nicht dem Arzt überlassen, denke ich mal, sondern du hast selbst die Verantwortung dann für dein Leben. Und das sind Selbstheilungskräfte, das ist eine Frage der Einstellung. Und die durchschnittliche Lebenserwartung bei einer Diagnose hat für das individuelle Leben keinerlei Bedeutung. Aber Schulmedizin ist die Basis von Behandlung. Schulmedizinisch ist für mich als Schulmediziner die Basis, ja. Das genau, schon. Das wollte ich hören. Ja. Außerdem spielt in deinen Filmen auch Bewegung eine wahnsinnig große Rolle. Gehört das auch zur Selbstheilung, zum Selbstaktivwerden, was machen? Ja, das hast du schön gesagt. Ja, Bewegung gehört auch zur Selbstheilung dazu. Egal wie alt du bist, egal wie krank du bist, das sind neueste Studien zum Beispiel bei Mammakarzinom, dass es der Patientin wesentlich besser geht und die Heilung fördert, wenn sie während der Chemotherapie sich bewegt. Deshalb, selbst wenn du Rollatorfahrer bist und du fährst mit dem Rollator herum, bringt das was. Wenn du depressiv bist, änderst du im Prinzip deinen Hormonhaushalt. Du kommst eher aus der Depression raus. Wenn du krank bist, wenn du eine Herzkrankheit hast, wenn du eine Lungenkrankheit hast oder wenn du einen Schlaganfall hattest, förderst du die Heilung. Es gibt Herzsportgruppen, Lungensportgruppen, Bewegungsgruppen nach Schlaganfall. Wenn du Diabetes hast, gehst du mit Bewegung sogar in die Heilung. Das heißt, mit weniger Kilo und mehr Bewegung heilst du dich. Die Krankheit verschwindet, der Diabetes 2 verschwindet. Also es geht für den Typ 2. Also Bewegung ist extrem wichtig. Und die Weltgesundheitsorganisation sogar hat sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, 3 Stunden in der Woche Ausdauersport für Menschen bis 60 und danach kommen die Grundübungen dazu ab 65 und das empfiehlt sogar die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Und meine Lieblingsnichte, die Kalmarin Kaspar, die zeigt sogar Übungen für Menschen 70, 80, also wirklich, wo es dann auf Koordination, Gleichgewicht und Flexibilität ankommt. Aber mit 70 kann man selbst Yoga üben und Yoga machen, habe ich gelernt. Wie viel bewegst du dich denn konkret? Also konkret, wenn ich morgens aufstehe, dann meditiere ich zunächst, trinke viel Kaffee und dann mache ich entweder Yoga, 10 Minuten, Gleichgewichtsübungen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Name heißt, das ist so eine runde Fläche, auf der man sein Gleichgewicht halten muss. Und dann kalt duschen. Jetzt überleg dir mal, heute im Müller-Tagblatt stand was über braune Fettzellen. Das wusste ich gar nicht. 200 Gramm braune Fettzellen, die 200 Kalorien pro Tag verbrauchen. Ja, wunderbar. Jetzt überleg mal, 365 Tage mal 200 Gramm Fettzellen, die Kalorien verbrauchen. Das ist enorm. Selbst wenn du jeden Tag 5 Minuten Grundübungen machst, hast du im Jahr 30 Stunden. Also auch kleine Dinge haben einen ganz enormen Effekt auf dein Leben und auf deine Gesundheit. Ja, und dann fahre ich noch Fahrrad so alle 2 Tage 1,5 Stunden. Emstal ist ja traumhaft. Ich wollte gerade sagen, für Fahrradfahren, Wandern, Laufen wohnen wir ja einfach auch herrlich. Ja, wunderbar. Die Natur, ja. Du bist jetzt wieder aktiv mit 70, du machst diesen Kanal, du bist auch sonst viel unterwegs. Was bedeutet dir das jetzt?
Es bedeutet mir zunächst mal viel Spaß und viel Freude. Woher das kommt, kann ich dir nicht sagen. Es geht mir um Gesundheit und Gesundheit definiere ich jetzt praktisch als Luxusdefinition wieder der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und die bedeutet körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Körperlich heißt, wir sind ja nicht nur eine körperliche Masse. Wir sind ja nicht nur Fleischklotz, sondern wir sind Geist, das heißt, wir haben hoffentlich einen gesunden Menschenverstand. Und jetzt kommt noch die Seele hinzu. Das ist auch wieder interessant, weil es gibt Menschen, die können mit dem Begriff Seele oder Spiritualität oder was da auch Unsichtbares jetzt auch zwischen uns ist, nichts anfangen. Es gibt auch den Sinn im Leben, ist auch wieder interessant, weil Menschen, die einen Sinn im Leben hat, ob das Gott ist, ob das soziales Engagement ist, ob das die Welt retten ist, wie Greta. Menschen mit Sinn im Leben bekommen 2,5-mal weniger Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das kriegt kein Medikament hin. Die Frage ist nur, wie kann man Menschen Verbindungen zur Seele oder Sinn zum Leben geben? Wie kann man das lehren? Das finde ich hochinteressant und darum beschäftige ich mich mit dem Thema Gesundheit. Und das ist halt allumfassend. Und ich glaube, wenn ich 100 werde, gehen mir die Themen nicht aus. Sind es jetzt auch eine geänderte Einstellung gemessen zu deiner Praxiszeiten als Schulmediziner? Ich habe jetzt natürlich mehr Zeit für mich und kann mich mehr, wie soll ich so sagen, in diesem mehr auch philosophischen Themen beschäftigen. Und Philosophie, das ist ja die Lehre vom Erkennen und vom Wissen. Und auf dem Apolltempel in Delphi steht, erkenne dich selber. Jetzt bist du noch jung, du bist Mutter, du bist sehr aktiv, gehst in deinen Beruf auf. Erkennst du dich selber? Das ist ja, finde ich, so interessant. Ich selber bin doch das Wichtigste in meinem Leben. Aber manchen Menschen geht das selber verloren. Dass es sowas überhaupt gibt, finde ich schon auch ein Wunder, ein schlechtes Wunder übrigens. Ich sage immer, es gibt böse Worte. Böse Worte sind Konsequenz, Wille, Entschlossenheit, Ordnung. Sowas hört man ja nicht gerne. Und dann gibt es die magischen Worte wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstfindung. Was haben wir noch? Selbstwert, Selbstliebe. Das sind schöne Worte. Ich würde gerne nochmal an den Punkt einhaken, der dir ja auch schon im Vorgespräch wichtig war, mit der Selbstverantwortung eines Patienten. Meinst du damit ganz konkret, dass man jetzt nicht wegen jedem Schnupfen den Hausarzt aufsuchen muss? Oder konkretisier das doch bitte nochmal ein bisschen. Ja, konkretisieren. Ich möchte ungern bestimmte Krankheiten nennen, aber Diabetes als Zivilisationskrankheit ist natürlich ein Paradebeispiel. Es gibt Zahlen, die sagen, dass 80% der Typ-2-Diabetiker durch eine gesunde Lebensführung, durch Normalgewicht und durch diese 3 Stunden Bewegung am Tag geheilt werden könnten, zum Beispiel. Also, es geht mir nicht um den Schnupfen. Darum geht es mir nicht, sondern wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, mach dies und jenes, dann ist es dir immer noch freigestellt, ja, nicht danach zu hören. Das heißt, ja, wie soll ich das sagen? Wie soll ich jetzt meinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Du erziehst möglicherweise dein Kind ja auch zur Selbstverantwortung. Versuche ich, ja. Versuchst du, ja. Ja, das muss man von Fall zu Fall, glaube ich, sagen. So ganz allgemein möchte ich keinem zu nahe treten. Aber wenn du selber Urteile fällen kannst und selbst Entscheidungen für dich selber zu deinem Wohl treffen kannst, dann bist du praktisch bei der Salutogenese. Salutogenese ist die Lehre von der Gesundheit. Wie kann ich meine Gesundheit stabilisieren oder wiederherstellen? Erstens, indem ich meine Situation verstehe. Zweitens, indem ich für mich förderlich und positiv handle und drittens daran den Sinn sehe. So ist es zusammengefasst. Das heißt, auch da ist die Verantwortung
bei dem Patienten oder bei den Menschen selber. Nochmal das Thema Patienten aufgreifen. Fehlt dir jetzt mit dem Abstand das medizinische Arbeiten oder sagst du, das, was ich jetzt habe, die Beschäftigung mit den großen Themen drumherum, ist für mich jetzt viel mehr wert? Mehr Wert kann ich nicht sagen, wenn alles hat ja seinen eigenen Wert. Am Anfang war es das Abitur, dann war es das Studium, dann war es das Berufsleben und jetzt bin ich im ewigen Urlaub. Die Situation ist eine andere, aber ich genieße sehr, dass ich jetzt für andere keine Verantwortung mehr habe. Und es ist ja jedem freigestellt, ob er jetzt einen Film von mir sich anguckt oder ob er das alles als Quatsch empfindet. Die Gedanken sind ja frei und was die anderen über mich denken, das ist ja nicht nun meine Sache. Wie definierst du denn Jugend und Alter? Ja, da sind wir jetzt mit meinem Lieblingsgedicht beim Thema. Marc Aurel, der römische Philosophenkaiser, der letztes Jahr vor 1900 Jahren geboren wurde, vor 1900 Jahren, also die Weisheiten des Lehrers ganz unter uns, die gibt es schon seit 3000 Jahren, die gibt es schon in China und die gibt es im Hinduismus und in Indien, sagte, die Jugend kennzeichnet, das Alter kennzeichnet keine Lebensjahre, sondern die Einstellung. Und Jugend ist Wille, Vorstellungskraft und Gefühlsintensität. Und Jugend ist Hoffnung, Selbstvertrauen und der Glaube. Dann bist du ja noch ganz schön jung mit beinahe 70. Oh, danke. Beinahe 70, ja. Ja, ich glaube, an der Stelle hast du mir sehr viele Fragen beantwortet. Deine Zuschauer kennen dich jetzt auch ein bisschen besser. Und auf was dürfen sie sich denn in den nächsten Wochen noch freuen? In den nächsten Wochen, also Josef Ulrich, der Erfolgsautor des Buches Selbstheilungskräfte, war bei mir am 11. März. Wir haben 3 Stunden lang diskutiert und gesprochen und dieses Interview habe ich in mehrere Teile geteilt. Und es wird so sein, dass im Juni mehrere Teile zu sehen sind. Ostersonntag war der erste Teil, eine Woche später der zweite Teil. Dann kommt die Sommerpause und dann habe ich im Kopf über regionale, gesunde Nahrungsmittel zu berichten. Aber dazu brauche ich natürlich Kooperationspartner, die ich jetzt im Augenblick noch nicht habe und auch mich noch nicht drum gekümmert habe. Aber das ist nur in meinem Kopf. Wunderbar, dann vielen Dank, eine gute Zeit und vor allem ich danke dir auch. Bald auch eine schöne Sommerpause. Ja, danke schön.